Frau Grabosch, hätten Sie eine Minute? Sie sind doch die Mutter von der Megan. Ja, wieso? Ist irgendwas passiert? Nein, nein, es ist nur, dass die Megan sich in letzter Zeit äußerst problematisch verhält, was so den Umgang mit den anderen Kindern angeht. Aha, was meinen Sie damit genau? Naja, also sie faucht sie an und sie bespuckt sie mit grünem Schleim und sie spricht in fremden, manchmal toten Sprachen zu ihnen. Ja, aber das ist jetzt natürlich auch genau das Alter. Also beim Damien war genau das Gleiche. Zum Beispiel in der letzten Woche, da hat sie sich mit dem Torben Hendrik aus der Bienengruppe gestritten, wer von den beiden zuerst mit den Kaplersteinen spielen soll. Und da hat die Megan zum Torben gesagt, seine Mutter solle, und das zitiere ich jetzt wörtlich, Schwänze in der Hölle lutschen. Ja gut, das kann natürlich daran liegen, dass die Megan momentan vom Teufel besessen ist. Ach, ist sie das? Ja. Ah. Das wäre natürlich schon gut, wenn wir Betreuer das auch vorher wüssten. Ja, Entschuldigung, aber wir wissen es ja auch erst seit voriger Woche. Ja, da sind wir wegen dieser toten Sprachen mal zu einem befreundeten Exorzisten gegangen und der hat uns das dann bestätigt. Ach, ja, und wie wird das jetzt behandelt? Und der Exorzist hat jetzt mal Globuli verschrieben und die schlagen wirklich gut an. Hm. Vorige Woche hat sie ja versucht, uns Kruzifixe in die Augen zu rammen, aber da haben wir dann darüber gesprochen und dann war das Thema auch erledigt. Wahrscheinlich müssen Sie jetzt auch so ein bisschen die Grenzen aufzeigen. Absolut. Das sind ja auch oft Machtspielchen. Genau. Ja. Sollte so etwas nochmal passieren, was immer hilft, ist, wenn Sie sie mit Weihwasser bespritzen, dann ist erstmal Ruhe. Weihwasser? Ja, gut. Alles klar, dann wissen wir erstmal Bescheid. Ja. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Na, Mäuschen, wie war es heute? Hallo, Megan. Du, die Mama und ich, wir hatten ein ganz tolles Gespräch. Wir haben uns. Freuten sich die sieben Zwerge, als das Schneewittchen plötzlich die Augen wieder aufmachte. Wisst ihr, wie die Zwerge sich freuten? Und ganz besonders freute sich der Prinz. Ja, als das Schneewittchen wieder aufwachte. Und wisst ihr, was der Prinz dann machte? Und dann hob er Schneewittchen in seine goldene Kutsche und fuhr mit Schneewittchen zu seinem Schloss. Und was wollte er da machen? Heiraten! Ja, schön wär's. Aber der Prinz war leider doch böse und warf das arme Schneewittchen schon nach 3 Monaten wieder aus dem Schloss, weil er urplötzlich auf blonde und sonnenbankgebräunte Prinzessin stand. Und diese böse Tat verärgerte die sieben Zwerge ganz arg. Und deswegen sagten sie, kommt, wir nehmen unsere Spitzhacken und wir verkratzen Ritscheratsche die blöde Protzkutsche von dem Angeberprinzen, die er sowieso immer viel mehr lieb gehabt hat als das Schneewittchen. Denn das geschieht ihm recht. Findet ihr nicht auch, das geschieht ihm doch recht, dem Arschlochprinzen? Ja! Ja! Also kommt, dann nehmt jetzt eure selbstgebastelten Nagelzwerge und dann gehen wir raus und zerkratzen die Angeberkarre von dem blöden Prinzen. Komm, hier, nimmst du deinen Nagelzwerg? So, und jetzt nimmt jeder seinen Partner an die Hand. Alena, du gehst mit Josephine. Ben, nicht schubsen. Ich klebe einen Bär auf. Alle gleich. Ich male einen Bär aus. Welches Ding? Das Schöne? Ja. Aber... Seid mal eben kurz alle still, ja? Seid mal kurz still. Seid mal kurz still, bitte. Ja? Kinder, hört ihr mir bitte kurz mal zu? Wer von euch kann einen außer Kontrolle geratenen Kernreaktor runterfahren? Mais Leon. Gut, dann komm, zack, zack. Jäckchen an. Das ist jetzt eine ganz kritische Situation, Mais Leon. Max Leon, nein, lass die Schnürsenkel. Das ist jetzt nicht wichtig. Aber schau, dass du zum Verabschiedungsreis wieder da bist, ja? Ihr Wagen, Sir. Bitte festhalten, Sir. Konnte ein Super-GAU im unterfränkischen Grafenrheinfeld gerade noch abgewendet werden.
Zu verdanken ist dies in erster Linie Max Leon Buschmeier aus der Bienengruppe des Kindergartens Dittelbrunn, der den Reaktor in letzter Sekunde manuell herunterfuhr. Die in der Zwischenzeit evakuierte Bevölkerung konnte in ihre Häuser zurückkehren. So, da ist er wieder. Leon ist zu spät! Max Leon Vielen Dank ist zu spät! Max Leon ist zu spät! Leon ist zu spät! Halt mal, kurz alle stehen. Max Leon, ich hatte dich extra gebeten, rechtzeitig zum Abschiedskreis wieder da zu sein. Tut mir leid. Wir waren kurz vor der Kernschmelze und ich musste das ganze System neu booten. Max Leon, dass du uns alle vor dem Super-GAU gerettet hast, das ist eine Sache. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du mir versprochen hattest, pünktlich hier beim Abschiedskreis zu sein. Du musst endlich mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Entschuldigung. Sorry nochmal. Ist irgendjemand hier, der weiß, wie man einen leckgeschlagenen Riesenöltanker leer pumpt? Na gut. Aber nur eine halbe Stunde, Max Leon, eine halbe Stunde. Keine Sekunde länger. Max Leon ist ein Schweber, Max Leon ist ein Schweber. Ist mir eine Ehre, wieder mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Nur eine halbe Stunde. Hier, Bobby Jade steht für Sie bereit. Nur eine halbe Stunde. Jaha. Wir nehmen heute Abschied von jemandem, der unseren Kindergarten, die kleinen Krabbelmäuse, unendlich bereichert hat. Mit seiner gutmütigen Persönlichkeit, mit seinem Humor, mit seinem Charme und mit seiner guten Laune. Es gab wohl keinen Tag, an dem er nicht gelächelt hätte. Krümel war aber mehr als nur ein Hamster. Krümel war das Herz, er war die gute Seele von den kleinen Krabbelmäusen. Umso schmerzvoller trifft uns jetzt sein plötzlicher Tod und jeder von uns stellt sich jetzt Fragen. Warum war seine Käfigtür nicht verschlossen? Warum hat niemand gesehen, dass er in die Küche gegangen ist? Warum ist er ausgerechnet in die Spülmaschine gekrabbelt? Uns bleibt nur zu sagen, auf Wiedersehen, Krümel. Mach's gut. Wir haben einen guten Freund verloren, aber der Hamsterhimmel hat einen neuen Star. Niklas, bitte. Vanillepudding für alle! Ja.